Hallo, liebe Luftzeltfreunde. Heute stehe ich hier vor dem Campa Dometic Winter PVC Vorzelt. Das ist, wie der Name schon sagt, das erste echte Wintervorzelt mit Luftgestänge. Wie bei Campa Dometic typisch, kann ich es über ein Ventil aufpumpen, habe also eigentlich kein tragendes Gestänge mehr, was ich für das Vorzelt brauche. Es ist wirklich ein Luftvorzelt und diesmal speziell für den Winter geeignet. Ich erlebe immer wieder Diskussionen, was ist denn eigentlich ein Wintervorzelt und kann ich mit meinem normalen Vorzelt im Winter auch Urlaub machen und so weiter. Das ist eine ganz schwierig zu fassende Frage. Prinzipiell gibt es, wie für fast alles in Deutschland, eine DIN-Norm für Zelte. Das ist die DIN ISO 8936, in der sind die verschiedenen Vorzelttypen geregelt. Und dort ist das Wintervorzelt eine eigene Kategorie. Die unterscheidet sich von den anderen Vorzelten insbesondere durch die Dachlast, die so ein Zelt aushalten muss. Das ist natürlich logisch, weil wenn es im Winter schneit, dann laufe ich Gefahr, dass eben eine hohe Dachlast auf das Dach wirkt und das Zelt somit zum Einsturz bringen kann. Das ist auch eigentlich der Hauptunterschied gegenüber den anderen Zelten. Natürlich gibt es noch ein paar andere Anforderungen an die Reißfestigkeit des Materials, an verschiedene Befestigungspunkte, die bestimmt nur bestimmte Abstände haben dürfen und, und. Aber die Dachlast ist eigentlich das Hauptunterscheidungsmerkmal. Und gerade bei Luftvorzelten ist das relevant, weil wenn ich keine Stangen im Dach habe, sondern nur ein Luftgestänge, laufe ich natürlich Gefahr, dass bei starker Schneelast das Ganze ein bisschen eingedellt ist. Und das sind dann auch die Bilder, die man manchmal aus von schneereichen Campingplätzen sieht, wenn dann das ein oder andere Luftvorzelt eben morgens eingedrückt ist, wenn es in der Nacht Neuschnee gab. Das ist aus Sicht des Luftvorzelts erstmal nicht weiter schlimm. Meistens ist dann hier vorne der Bereich etwas eingedrückt. Das ist insofern unkritisch, weil ich die Tür vom Fahrzeug noch aufbekomme, also entweder Wohnwagen oder Wohnmobil. Kann dann einfach rausgehen, drückt den Schnee runter, das Zelt richtet sich wieder auf und steht wieder. Wer damit leben kann, kann mit seinem normalen Luftvorzelt auch bequem im Winter in Urlaub fahren. Dem Material passiert nichts. Das ist getestet bis minus 20 Grad. Wo ihr ein bisschen vorsichtig sein müsst, sind die Scheiben. Die sind natürlich jetzt nicht auf Winterbetrieb ausgelegt, sondern da wäre es wichtig, dass beim Auf- und Abbau des Zeltes möglichst Plusgrade sind oder die Scheiben leicht angewärmt werden. Wenn man die sonst bei starken Minustemperaturen knickt, dann können die brechen. Ansonsten könnt ihr auch mit einem normalen Vorzelt im Winter Urlaub machen. Die speziellen Wintervorzelte hingegen und so eben auch das neue Campa Dometic Wintervorzelt haben andere Anforderungen oder erfüllen andere Anforderungen, die noch wintertauglicher sind. Die Zelte sind in der Regel auch mit Gestänge deutlich, also nicht so tief wie die normalen Vorzelte, hier in dem Fall nur 1,80 Meter. Dadurch kriege ich natürlich eine kürzere Dachfläche und eine höhere Dachneigung und ich habe weniger Last zu tragen, weil ich einfach weniger Dachfläche habe. Das ist soweit relativ einfach. Um den Reißfestigkeitsanforderungen und so weiter zu genügen, ist bei fast allen Wintervorzelten das Material PVC. So auch in diesem Fall. Wir haben hier ein 400 Gramm pro Quadratmeter PVC-Material, also ein sehr robustes, festes Material, was einigen Witterungseinflüssen standhält. Damit kann man also ganz gut im Winter wegfahren. Nachteil ist ein bisschen die Belüftung. Es ist nicht atmungsaktiv. Aus dem Grund habe ich aber oben in beiden Ecken Zwangsbelüftung, um das ein bisschen zu minimieren. Und im Lieferumfang ist ein Innenhimmel enthalten. Okay, und was zeichnet jetzt dieses Campa Dometic Winterzelt aus? Zum einen, das gibt es in zwei Höhen, nämlich in S und in L. Damit kann ich Anbauhöhen von 2,35 Meter bis 2,65 Meter abdecken. Das Besondere ist, das Zelt verfügt vom Standard her über drei Keder. Das heißt, ich habe 4, 6 und 7,5 mm, kann somit alle Wohnmobilmarkisen als auch Wohnwagenkederschienen problemlos damit bedienen. Das heißt, das Vorzelt eignet sich sowohl für Wohnmobil als auch für Wohnwagen, ist aber ein und dasselbe Zelt. Das heißt, es gibt es nicht in einer speziellen Wohnmobilversion, sondern es gibt nur das Winter-PVC-Luftvorzelt. In S und in L. L ist natürlich dann auch spannend für die Wohnwagen, die eine Kederschiene über 2,50 Meter haben, was ja gerade bei den wintertauglichen Caravans durchaus öfter der Fall sein dürfte. Dadurch kann ich das Zelt eben auch bequem bis 2,65 Meter benutzen. Ansonsten ist es sehr komplett ausgestattet. Ich hatte eben schon gesagt, ein Innenhimmel ist im Lieferumfang enthalten, eben um mit dem Kondenswasser besser umgehen zu können. Ebenso ist im Lieferumfang enthalten die Bodenschürze für Wohnwagen, auch gefertigt aus demselben hochwertigen PVC-Material und eben entsprechend auch sehr robust und vor allem leicht zu reinigen. Und dabei sind die Andruckstangen in einer Wohnmobilversion. Das erkennt man so ein bisschen hier oben. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann, aber hier oben ist so ein Saugnapf drauf. Das heißt, ich kann diese Andruckstangen auch problemlos unter einem Markisenkasten verwenden.
Wenn ihr das Zelt am Wohnwagen anbauen wollt, würde ich überlegen, die Standard-Alu-Andruckstangen dazuzunehmen. Die sind für den Wohnwagen vermutlich besser geeignet. Zusätzlich bei dem Zelt gibt es, um tatsächlich dann mit der Schneelast umgehen zu können, noch Stützstangen, die rechts und links eingebaut werden können. Das sind so ganz leichte Aluminiumstangen, die unten mit so einem Saugnapf auf dem Boden aufgestellt werden. Und oben seht ihr im Zelt dann rechts und links so Aufnahmen, wo man die einfach einführen kann, dann straff spannen kann. Und damit kann ich dann natürlich nochmal die Dachlast signifikant erhöhen. Die DIN-ISO-Norm spricht von 750 Newton pro Quadratmeter. Das sind ungefähr 75 Kilo Dachlast, die das Dach aufnehmen kann. Ich habe das hier mal so weit möglich getestet mit Bleiplatten. Das kommt ganz gut hin. Es tut ein bisschen weh, wenn man die auf das Dach legt, aber es trägt das wirklich ziemlich zuverlässig. Und wie gesagt, vor allem wenn ihr das Zelt über längere Zeit alleine stehen lasst, auf jeden Fall die Stangen noch einsetzen. Dann ist da nochmal für Sicherheit gesorgt. Auch im Lieferumfang sind die Sturmbandsets, die es bei einigen Zelten ja früher optional gab, die sind hier im Lieferumfang enthalten. Und genauso eine recht umfangreiche Ausstattung mit Heringen. Und hier sind nicht die Standard-Kunststoffheringe dabei, sondern richtige Erdnägel, mit denen ich auch bei leicht gefrorenem Boden eine gute Chance habe. Das Zelt an sich, das seht ihr hier, hat einen innen- und außenliegenden Faulstreifen. Der außenliegende Faulstreifen ist beim Winterzelt natürlich besonders ratsam, weil wenn der Boden so hart gefroren ist, dass ich gar keine Heringe reinbekomme, kann ich hier mit Schnee oder mit Steinen auch nochmal eine Abdichtung erzeugen, ohne dass ich irgendwas in den Boden bringen muss. Das geht natürlich beim rein innenliegenden Faulstreifen nur sehr schwierig. Ja, ansonsten, Gardinen seht ihr auch, sind natürlich wie bei allen Kammerdomänik-Zelten im Lieferumfang und logischerweise eine Handpumpe, die habe ich jetzt hier nicht nochmal explizit gezeigt, weil die serienmäßig immer dabei ist. Das Zelt an sich 2,60 Meter breit und wie eben schon gesagt 1,80 Meter tief. So eine typische Wintervorzeltgröße. Eine schöne Schleuse, in der ich halt ein paar Sachen dann lagern kann, die ich nicht in den Wohnwagen oder ins Wohnmobil tragen will. Eine ganz spannende Option für alle, die auch im Winter Campingurlaub machen wollen. Das sind ja immer mehr. Und das geht jetzt halt auch als echtes Wintervorzelt mit Luftgestänge. Wenn ihr noch Fragen habt, stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung. Weitere Details findet ihr auch in unserem Online-Shop unter www.doorout.com.